Innerhalb des jungen Staates Pakistan liegt unter glühender Sonne ein noch wenig erforschtes und kaum erschlossenes Gebirgsland. Die Sowjetunion, China und Afghanistan begrenzen es im Norden. Geografisch gesehen zieht sich dieses Gebirgsland nördlich des Himalaya-Massivs hin. Gepanzert von ewigem Eis recken sich die Berge fast durchwegs 7000 Meter in die Höhe. Einige übersteigen sogar weit die 8000 Meter Grenze und reihen sich ebenbürtig an die Bergriesen des benachbarten Himalaya an. Aber dichter beisammen als dort stehen hier die 7000er. Unzugänglicher sind Täler, schroffer die felsigen Wände und länger die Gletscher dieser gebirgigen Welt. Diesen mächtigen, eisüberzogenen Gebirgsstock bezeichnet man als Karakorum. Die gewaltige Mauer von Fels und Eis behindert jeden Verkehr und macht das Reisen zu einer zeitraubenden und mühevollen Unternehmung. Nur mit dem Flugzeug kann man seit kurzer Zeit rascher als früher ein Stück weit eindringen in dieses Bergland. Zum Beispiel bis Gilgit, dem Hauptort und Regierungssitz des Karakorum-Gebietes, schon 1400 Meter hochgelegen. Diese orientalische Welt. Fremdartig ihre Bewohner, doch überaus hilfsbereit. Aufmerksam und gastfreundlich sind sie gegenüber jedem Reisenden, der sie besucht. Und heißen ihn herzlich willkommen. Hier in Gilgit hört jedes Reisen mit modernen Verkehrsmitteln auf. Ein einziger befahrbarer Weg führt zwar ein Stück weit nach Norden, doch dann wird auch dieser zum schmalen Pfad, auf dem man nur noch zu Fuß oder bestenfalls auf dem Pferderücken vorwärts kommen kann. Das Gepäck und die Lasten müssen getragen werden und in langer Reihe arbeiten sich Träger und Tragtierkolonnen tiefer hinein in das Gebirge. Die Hunza-Schlucht ist der einzige Zugang. Der rauschende Hunza-Fluss, Tag aus, Tag ein, der Wegbegleiter. Fast unpassierbar ist das Gelände. Sonnendurchglüht sind die felsigen Berghänge. Einem Brutofen gleicht die Hunza-Schlucht. Unfreundlich ist das Gesicht dieser Gebirgslandschaft. Dürftig ihre Vegetation, spärlich das Tierleben. Auf einem einzigen halsbrecherischen Pfad, die Einheimischen nennen ihn Rafik, geht es in oft schwindelnden Höhen tagelang an steilen Berghängen entlang. Diese Rafiks sind als Meisterwerk des Wegebaues zu bezeichnen. Ohne Mörtel oder sonstigen Bindemittel werden hier Steine und Felsplatten aufeinander gepackt, deren einzige Unterlage oft genug nur ein winziger Vorsprung oder eine Kerbe an der jähen Felswand ist. Nur manchmal öffnet die Hunza-Schlucht ihre steilen Wände und gibt den Blick auf einige der umliegenden Bergriesen frei. Der Rakaposhi, fast 7800 Meter hoch, überragt alle anderen in der weiten Runde.
5700 Meter tief fallen die steilen Wände von seinem Gipfel hinunter zum wirbelnden Hunza-Fluss. Tosende Gletscherbäche stürzen brüllend von seinen Flanken herab und bringen dem Hunza-Fluss von allen Seiten neuen Zuwachs. Diese Gletscherbäche, die jahreszeitlichen Regengüsse sind es, die immer wieder den einzigen schmalen Pfad zerstören oder völlig wegreißen. Ihre Hinterlassenschaft ist eine Wüste von Geröll und Felsen, über die sich Menschen und Tiere mühsam hinwegtasten müssen, um überhaupt vorwärts zu kommen. Uralt ist dieser Pfad ins Hunza-Land. Jahrhundertelang zogen auf ihm bis vor kurzem noch Jack- und Kamelkarawanen mit wertvollem Handelsgut vom benachbarten China heraus nach Indien und wieder zurück. Heute ist auch dort der eiserne Vorhang gefallen und der belebende Karawanenverkehr erstorben. Eben solche Meisterwerke der bodenständigen Baukunst wie die Rafiks sind die Brücken, die sich nur an ganz wenigen Stellen über den Hunza-Fluss spannen. In schwindelnder Höhe, einem Seiltänzer gleich, tastet man sich über die oft mehr als ein Meter klaffenden Trittflanken. ...114 Meter lang ist diese Seilbrücke. 30 Meter unter ihr lauert nach einem einzigen Fehltritt unweigerlich der Tod. Nie wieder ist ein Mensch diesem brodelnden, reißenden, eiskalten Gletscherfluss entronnen. Und manch fremder Reisender, aber auch manch Einheimischer fand mitsamt dem Reittier in Sekundenschnelle im Hunza-Fluss ein jähes Ende. Hier wurde Karl Heckler von seinem tragischen Schicksal ereilt. Immer näher rücken die zackigen und wild zerklüfteten Berge, je tiefer man eindringt in diese wegelose, unwirkliche, in ihrem Schweigen fast unheimliche, grandiose Gebirgswelt. Enger wird die Schlucht, immer steiler und gefahrvoller windet sich diese Straße ins Hunza-Land hinein. Meilenweit hat sich die Trägerkolonne auseinandergezogen und in verschiedenen Trupps streben sie den Tageszielen entgegen. 150 Kilometer lang ist diese Schlucht, ein mühevoller Weg. Ein Marsch voller Anstrengungen. 150 Kilometer aufsteigend über Felsen und Geröll, bei sengender Sonne, unter steter Gefahr des Steinschlages oder des Sturzes in die grausige Tiefe. Nach etwa 3- bis 4-tägigem Marsch, je nach Ausdauer und Leistungsfähigkeit von Mann und Tragtier, lichtet sich das Tal zu einem weiten Kessel. Eine zauberhafte Landschaft breitet sich aus. Eine von der Natur geformte Landschaft, unbelastet von der sich immer mehr ausbreitenden Technisierung. Nur noch ein kurzer Ritt, dann unterbricht plötzlich grünendes Land diese beschwerliche Reise. Und hingebettet an die verflachenden Berghänge
Bis zum jähen Absturz der Flussufer liegen saftige Äcker und üppige Gärten. In ihrer Mitte menschliche Siedlungen. Es sind die Dörfer des Hunza-Landes, die Heimat eines kleinen Volkes von etwa 22.000 Seelen, das sich, wie die Chronik zu berichten weiß, von Soldaten aus dem Heere Alexanders des Großen abstammend, vor zwei Jahrtausenden hier niedergelassen hat. Manchmal hält eine einfache Brücke den Verkehr zwischen zwei Dörfern aufrecht, wenn ein reißender Bach sie trennt. Sie ist aus Weiden- und Birkenreisern geflochten und hat eine Lebensdauer von kaum einem Jahr. Dann muss sie wieder durch eine neue ersetzt werden. Nussbäume, Aprikosen und andere Obstbäume umgeben die Hunza-Dörfer, die in Anlage und Gestaltung denkbar schlicht, ja geradezu armselig sind. Einfach und schmucklos sind auch die Häuser. Auf Wohnkultur wird von den anspruchslosen Hunzas wenig Wert gelegt. Auf schlechtestem Grund, der nicht bewirtschaftet werden kann, stehen die Dörfer. Denn jedes Stückchen fruchtbarer Boden wird für den Ackerbau benötigt, dem allein der Hunza-Bauer auch alle Arbeit und Sorge widmet, weil aus ihm das tägliche Brot gewonnen wird, das Korn des Hunza-Volkes, das hier im Antlitz der schneebedeckten Eisriesen noch in einer Höhe zwischen 2.000 und 3.500 Metern reift. Diese Fruchtbarkeit ist im Hunza-Land aber nur dort möglich, wo die Schmelzwasser der Firne und Gletscher aufgefangen und auf Ackerland geleitet werden können. Viele Kilometer lang sind die kühn angelegten Wasserleitungskanäle, weithin sichtbar an den öden Hängen. Sie bringen das lebensnotwendige Nass von den Bergen herunter in die Dörfer, von denen jedes seinen eigenen Kanal besitzt, über den es wacht und den es als kostbarstes Gut pflegt und behütet. Aber nicht allein Wasser und Sonne sind die Fruchtbringer im Hunza-Land. Ebenso wichtig sind die Mineralstoffe und die Spurenelemente im Sand und Schlick der Gletscherwasser, die diese auf ihrem langen Weg von den Karakorum-Bergen mitbringen und schließlich auf den mit Steinmauern umgrenzten Terrassenäckern ablagern, ähnlich wie fruchtbares Land aus dem Meer gewonnen wird. Weise und gerecht verteilt wird das Wasser zu genau festgelegten Tages- und Nachtzeiten. So errichtet der Hunza-Bauer seinen Acker, düngt ihn auf natürliche Weise mit Urgesteinsmehl und reichert den spärlichen Humus damit an. So baut er von Generation zu Generation immer wieder einen neuen Acker hinzu, bis das ganze Tal weithin bedeckt ist von den fruchtbaren Terrassen, auf denen vorwiegend Getreide, Weizen und Gerste in goldgelber Pracht gedeiht. In einer leuchtenden Pracht, die sich hinzieht zu dem Fuß der steilen Berge, an dem schließlich kein Humus mehr Platz und Halt finden kann. Ackerland für etwa 100 Hunza-Dörfer wurden so im Laufe der Jahrhunderte geschaffen. Das größte dieser Dörfer ist Baltit. In dem uralten Schloss, das weithin den Talkessel beherrscht, hat der Mir von Hunza seinen Sitz. Seit nahezu 1000 Jahren regieren seine Vorfahren in ununterbrochener Folge unter dem Zeichen des Hunza-Löwen, dem Staatswappen des Landes, mit weiser und gerechter Hand. Der Urgroßvater?
Der Großvater, der Vater, der jetzige Herrscher und der künftige wird es auch so halten. Unter dem Zeichen des Hunza-Löwen hält der Mir von Hunza auf der Dachterrasse seines alten Schlosses mehrmals im Jahr auch seine Parlaments- und Gerichtssitzungen ab, bei denen er mit Ministern und Abgeordneten über das Wohlergehen seiner Untertanen berät, unberührt vom fernen Weltgeschehen, durch gute und schlechte Zeiten, durch Krieg und Frieden. Seine Hoheit, der Mir von Hunza, im königlichen Ornat. Auf golddurchwirktem Thronteppich, in golddurchwirktem Gewand, mit dem Reiherschmuck an der Mütze. Heute geht es in erster Stelle darum, einen Streit zu schlichten, der um das kostbare Wasser entbrannt ist, und ein Urteil darüber zu sprechen. Der Ministerpräsident, ganz rechts, schildert den Tatbestand. Der Kläger bringt seine Anklage vor und der Beschuldigte versucht, sich zu verteidigen. Ihm wird zur Last gelegt, die Wasserzuleitung seines Nachbarn angezapft und das Wasser seit vielen Nächten heimlich auf seinen Acker übergeleitet zu haben. Die Schuld des Angeklagten ist bald erwiesen. Zur Verkündung des Urteils begibt sich der hohe Herrscher, der im Hunza-Land auch die oberste Gerichtsbarkeit ausübt, streng nach dem Zeremoniell an die andere Ecke des Sitzungsplatzes und ergreift dort das Wort. Die Beisitzer, als Minister und hohe Würdenträger häufig kenntlich an dem roten, mit Henna, einem Pflanzenstoff, gefärbten Bart, fordern eine harte Strafe für diesen im Hunza-Land geradezu unerhörten Fall des Wasserdiebstahls. "50 sehr frisches Getreide und ein Schaf", so verkündet der Mir, sind an den Geschädigten zu entrichten. Das für einen Hunza-Bauer harte, aber unumstößliche Urteil ist gesprochen und der hohe Richter geht zu seinem Thron zurück, beendet damit die Sitzung und gibt froh gelaunt an die Musikanten das Zeichen zum Beginn des festlichen Teils, denn meist schließen Tanz und Spiel eine solche Parlamentssitzung ab. Der althergebrachte Schwertertanz wird aufgeführt, ein Symbol aus kriegerischer Vergangenheit. Nur Männer dürfen ihn tanzen. Die Frauen im Hunza-Land tanzen nie in ihrem Leben. Schneller werden die Schritte, immer drohender die Bewegungen. Es ist mehr als nur ein Tanz. Es ist ein wildes Spiel aus alter Zeit, in der noch raue Sitten herrschten und das Gesetz des Stärkeren regierte. Auch die Königin, die Rani mit ihrem Hofstaat, pflegt solchen Festlichkeiten beizuwohnen.
Ein Festtag im Hunzerland wäre unvollständig ohne die altüberlieferten Reiterspiele. Schießen vom galoppierenden Pferd. Lanzenstechen aus dem Sattel gehören dazu. Jede Gemeinde hat ihren Poloplatz, der gesäumt ist von schaulustigen und kritischen Betrachtern, wenn Dorf gegen Dorf im Wettstreit steht. Die Hunzas sind Ismaeliten, eine eigene Sekte des Islam. Als direkten Nachkommen des Propheten betrachten sie Aga Khan, den sie zuhöchst verehren und als strenge Gläubige anbeten. Auch die Frauen befinden sich, wenn auch in gemessener Zurückhaltung, unter den Zuschauern und bilden in ihren bunten Kleidern eine farbenfreudige Szenerie. Sonst treten sie im öffentlichen Leben nur selten oder überhaupt nicht in Erscheinung, wie es ihre Religion gebietet. Das Polospiel beginnt. Auch hier zeigt sich deutlich genug das alte Reiterblut, das sich bis heute unter den Bewohnern des Hunzerlandes gehalten hat. Bei diesem vehementen Spiel, bei dem nur Hengste geritten werden, sind Mann und Ross ein Ganzes, wie vor Hunderten von Jahren, als es galt, den kühnen Ritten das Land zu durchmessen oder in wohlgeplantem Reiterstreich auf schnellen Pferden die Karawanen zu überfallen, auszuplündern und ebenso rasch wieder in einem der vielen Schlupfwinkel zu verschwinden. Nicht umsonst hat China, der große Nachbar, alljährlich einen Tribut an die Herrscher von Hunza entrichtet, damit sie seine Karawanen ungehindert die Hunza-Schlucht passieren ließen. Ein Zeugnis hoher Lebenskraft und diplomatischen Geschicks für dieses kleine Volk, das inmitten einer orientalischen Welt ihr mehr europäisches als asiatisches Gesicht bis heute gewahrt hat. Das Spiel ist aus, der Festtag ist zu Ende. Die Zeit der harten Arbeit beginnt von neuem. Meist schon im Juni beginnt die Getreideernte, auf die alle Kraft des Hunza-Bauern, sein ganzes Denken und Wirken, gerichtet ist. Denn mit dieser Ernte steht und fällt die Ernährung, die Existenz des Hunza-Volkes überhaupt. Für andere Feldfrüchte wie Kartoffeln und Hirse ist nur wenig Platz. Und wenn das Jahr eine schlechte Getreideernte bringt, herrscht Hunger im Hunza-Land für Mensch und Tier. Keinerlei Landwirtschaft wie Hilfsmittel oder Maschinen gibt es in diesem Land. Alles wird mit Menschenkraft und Menschenhand allein bewältigt. Auch keine Sense kennt man dort. Das Getreide wird einfach ausgerupft, wobei genau darauf geachtet wird, dass aller Humus auf dem Acker bleibt. Bestenfalls ist eine Sichel im Gebrauch. Es scheint die Zeit stillgestanden zu sein seit Jahrtausenden bei diesem Anblick. Wie im biblischen Lande einst geerntet wurde, so geschieht es heute noch im Hunza-Tal. Auch keinen Wagen gibt es dort zum Abtransport der geernteten Frucht. Nicht einmal das einzige Rad eines Schubkarrens existiert in diesem Lande. Alles wird getragen und von weit her angeschleppt. Auf demselben Acker, wo das Getreide gereift ist, wird es auch gestapelt. Denn Scheunen und Lagerhäuser sind ebenso unbekannt wie Wagen und Maschinen. Man benötigt sie auch nicht, denn das Getreide wird gleich nach der Ernte gedroschen. Nur der Pflug ist in Gebrauch. Es ist ein altertümlicher Krümelpflug und wird von den Bauern selbst hergestellt. Er ist ganz aus Holz,
auch die Pflugschar. Das Dreschen des Getreides geschieht auf denkbar einfache Weise. Es bildet den Höhepunkt der lang ersehnten Ernte, denn damit hat auch die karge Zeit, die alljährlich einige Wochen vor der Ernte eintritt, ihr Ende gefunden. Und wenn von den Tieren eines einmal etwas fallen lassen muss, wird es rechtzeitig mit einer Schale aufgefangen. Noch während das Getreide auf dem Acker gedroschen wird, wird das Land schon wieder berieselt und bewässert. Das Wasser der Gletscherbäche treibt auch die einfachen Hunsa-Mühlen, in denen von dem Getreide immer nur so viel gemahlen wird, wie man zum täglichen Leben braucht. Dadurch bleibt der Nährwert des Kornes bis zum Verzehr erhalten und so ist das unter den Mühlsteinen gewonnene Mehl stets frisch und wohlschmeckend. Nur grob wird das Getreide zerkleinert, denn im Hunzerland hat man Schrotmehl aus vollem Korn schon immer als die bekömmlichste und kräftigste Getreidekost erkannt. Neben dem Getreide spielt die Aprikose eine sehr bedeutende Rolle. Hunderte, tausende von mächtigen Bäumen liefern alljährlich köstliche und nahrhafte Früchte, von denen nichts verloren geht. Das goldgelbe, stark zuckerhaltige und hocharomatische Fleisch der Aprikosen wird entkernt. Überall auf den flachen Dächern der Häuser ist man am Werk, die Früchte als wertvollen und äußerst nahrhaften Speisevorrat aufzubereiten, der zusammen mit Vollkornfladen Jahr aus, Jahr ein die Grundnahrung des gesamten Hunza-Volkes bildet. Selbst die Kerne der Aprikosen werden verwertet. Und ein Gutteil wird zur Ölgewinnung ausgepresst. Andere legt die Hunsa-Frau enthüllt wieder in die trocknende Frucht und stellt so eine ausgezeichnet schmeckende Delikatesse her. Das Holz der Kerne verbrennt sie dann in ihrem Herd. In allen Farbabstufungen leuchten die in Wind und Sonne rasch trocknenden Früchte über die Dächer der Hunsa-Dörfer und erfüllen die Luft weithin mit aromatischem Duft. Alles verfügbare Land wird dem Getreide- und Aprikosenbau gewidmet. Fett, Fleisch und Eier sind Dinge, die man im Hunsa-Land nur an höchsten Festtagen kennt. In dieser kargen, natürlichen Ernährung liegt vielleicht auch der Grund zu ihrer hohen Leistungsfähigkeit. Anspruchslos und einfach, gesund und arbeitsam ist das Leben dieser Bergbewohner. Oft glaubt man sich um Jahrtausende zurückversetzt, in das Steinzeitalter etwa, wenn man ihre Behausungen betrachtet.
In diesen Häusern gibt es kaum Möbel. Hier dröhnt kein Radio, schrillt keine Glocke und strahlt kein elektrisches Licht. Weder Zeitung noch Kino beeinflussen oder beschweren diese Menschen. Sie kennen auch keine Managerkrankheit. Das Aufbereiten der Wolle von Schafen und Ziegen besorgen immer die Frauen. Die Männer zwirnen und spinnen diesen wichtigen Textilrohstoff ungewaschen und ungebleicht. Sie verarbeiten die Fäden auch an vorsintflutlichen Webstühlen, hinter deren komplizierten Mechanismus ein akademisch geschulter Maschinenbauer kaum je kommen wird. Holz ist im Hunsaland ebenso rar wie Eisen, Kohle, Alkohol und andere Dinge, ohne die wir Europäer glauben, nicht leben zu können. Von weit her schleppen es die Männer, denn aus Holz werden Schüsseln und Teller an der einfachen Drehbank gefertigt, die ebenfalls von Menschenkraft betrieben wird. Holz, zu Kohle gebrannt, benötigt auch der Schmied, um sein bisschen Eisen, etwa zu Hufeisen für Pferde, zu Nägeln und Eisenbändern, zu verarbeiten. Wieder ist es die Menschenkraft allein, die den aus Ziegenhäuten gefertigten Blasebalg betätigt. Überall in der weiten Welt macht sich auch im Hunsaland das Alter mit kleinen Arbeiten in Haus und Hof nützlich. Und wenn er den Esel zurechtgewiesen und gefüttert hat, gönnt sich der Alte ein Ruhestündchen. Weder Wagenlärm noch Autohupen schrecken ihn auf. In den Dorfstraßen des Hunsalandes ist alles noch auf Fußgängerverkehr eingestellt. Treppen sind nur auf Einmannverkehr gearbeitet und kurzerhand in einen Baumstamm eingekerbt. Nur manchmal befindet sich an den Häusern so etwas wie Schmuck. Sind es hier die Gehörne erlegter Steinböcke, die den Giebel zieren, so sind es dort einfache Ornamente, die ins Holz der Torpfosten geschnitzt sind. Das schönste Haus im ganzen Hunsaland, außer dem alten Schloss, ist der Fachwerkbau der Schule in Baltit. Über und über mit Schnitzereien verziert. Wie viele Kamele waren wohl nötig, um das Holz von weit her aus dem Gebirge heranzubringen? Eine kleine Hunsa-Schönheit tummelt sich auf dem Schulplatz und kokettiert mit den fremden Sahibs. In dieser Schule wird außer den allgemeinen Unterrichtsfächern wie Lesen, Schreiben und Rechnen auch Englisch gelehrt. Und neuerdings wird noch über ein interessantes biologisches Fach unterrichtet, nämlich über die Zucht der Seidenraupe. Martin China unterbrochen, der früher so lebhaft mit ihm die Einfuhr der begehrten Seide versiegt ist, ging die pakistanische Regierung dazu über, den Bedarf an Naturseide aus eigener Zucht zu decken. Am lebendigen Tier erläutert der Lehrer zunächst die Lebensweise und richtige Behandlung des Seidenspinners zur Zucht. Es ist ein schmuckloser Schmetterling, der durch dauerndes Weiterzüchten fast bewegungslos und gänzlich flugunfähig geworden ist.
Seine Lebensaufgabe besteht, falls er ein Weibchen ist, ausschließlich im Legen von Eiern. Schon bald nach der Eiablage schlüpfen daraus die jungen Raupen, die in flachen Hürden gehalten und fleißig mit frischen Maulbeerblättern gefüttert werden. Rasch fressen sie sich bis zur Puppenreife heran und dann beginnt ihre eigentliche nutzbringende Tätigkeit. Die Raupen spinnen sich in einen Kokon, der dicht und fest gewoben und verfilzt aus einem einzigen Seidenfaden besteht, der wertvollen Naturseide. Bald sind die flachen Hürden, in denen vorher die verschiedenfarbigen Raupen krochen, bedeckt mit weißen, cremefarbigen, gelben Kokons aus zarter, weicher Seide. In ihrem Inneren liegt die Puppe, die nun ihre Lebensaufgabe erfüllt hat und abgetötet wird. Die seidenweiche Umhüllung allein will der Züchter. Er sammelt sie und gibt sie als Rohstoff zur Weiterverarbeitung in das Werk, das die Seide spult und zwirnt. Ein zweifellos interessantes Lehrfach, das die Hunsa-Jugend in höchstem Maße fesselt. Aber auch die Vogelwelt des Hunsa-Landes zieht sie immer wieder an. Mit der einfachen Bogenschleuder, aus welcher kleine Steinchen verschossen werden, stellen sie den verschiedenen Vögeln nach und zeigen sich dabei als meisterhafte Schützen. Vielerlei Vogelgestalten gibt es im Hunsa-Land. Auch der Spatz ist dort zu Hause. Einer der schönsten und auffallendsten Vögel ist der farbenprächtige Wiedehopf. In Gärten und auf Wiesen sucht er seine Nahrung und zeigt nur geringe Scheu vor den Menschen. Haustiere gibt es wenig. Da alles Land dem Getreidebau und damit der menschlichen Ernährung vorbehalten bleibt, ist das Futter überall knapp. In milderem Klima des Vorlandes suhlt sich noch vereinzelt in dem von der Sonne angewärmten Wasser der Dorfteiche der große Wasserbüffel. Das Kamel verschwindet mehr und mehr aus dem Hunsa-Tal. Nachdem der Karawanenverkehr eingestellt ist, hat es, wegen seines enormen Futterbedarfs, keine Daseinsberechtigung mehr. In höheren Lagen hält man den Yak, eine Rinderart, die aus Tibet kommt. Er ist genügsam, liefert Milch und Wolle und ist außerdem ein kräftiges und zuverlässiges Last- und Reittier.
Der Viehreichtum der Hunsa-Bauern besteht vielmehr aus Schafen und Ziegen, die in harten, berggewohnten Zwergformen überall gehalten werden. Herden zusammengefasst, wird dieses Kleinvieh zu Beginn des Sommers aus den Dörfern hinaufgetrieben in die Berge. Monatelang ziehen die Hirten damit von Weideplatz zu Weideplatz, über Geröllhalden und Gletscher, bergauf und bergab, bis ihnen das ewige Eis schließlich Einhalt gebietet. Dort oben, in primitiven Sommerquartieren, hausen sie mit den Tieren zusammen, abgeschnitten von jeglicher Verbindung, ganz auf sich selbst gestellt. Aus der Milch der Tiere bereiten sie Sauermipfen und Käse, eine wichtige Nahrung für sich und ihre Familien, die die Einsamkeit und das karge Leben dort oben mit den Männern teilen. Wie unten in den Tälern backen sie dazu die unentbehrlichen Chapatis, ungesäuerte Fladen aus frisch geschrotetem Vollkorn, das sie mit dem mineralhaltigen, aber ungeklorten Gletscherwasser anrühren und bleiben bei dieser Ernährung kräftig und gesund. Und immer wieder zwingt sich einem die Frage auf, ob eben diese einfache Ernährungsweise zusammen mit der reinen Luft der Berge und dem harten Leben von Jugend an den Schlüssel bildet zu solcher Leistungsfähigkeit und Gesundheit bis ins hohe Alter. Es ist deshalb wohl begründet, dass die vielen wissenschaftlichen und vor allem die Bergsteigerexpeditionen, die in wachsender Zahl alljährlich ins Karakorum-Gebirge kommen, immer wieder Hunsa-Männer als Hochträger für Gipfelbesteigungen verpflichten und Hunsa-Kulis als Lastträger für die wochenlangen Talmärsche anwerben. Langwierig und umfangreich sind die Vorbereitungen zu einem solchen Unternehmen. Aufmerksam verfolgen die wartenden Träger das bunte Treiben der Sahibs, denn nichts darf vergessen werden. Weil schon früher ausländische Expeditionen mit Erzeugnissen aus synthetischen Fasern gute Erfahrungen gemacht hatten, wurden hier in großem Umfang Perlonwaren verwendet und einer Generalprobe am Berg unterzogen. Kleidung wie Anoraks, Pullover, Hemden, Hosen, Unterwäsche, Strümpfe und sogar Spezialzelte bestanden vorwiegend aus Perlon oder aus Mischungen von Perlon mit Naturfasern. Ebenso wie Seile, Rebschnüre, Flaggen, Packsäcke, Schlafsäcke und andere notwendige Dinge. Und ein zünftiger Bergsteiger nimmt auch seinen Regenschirm mit. Diese Ausrüstung hat sich voll bewährt und durch ihre Leichtigkeit und Strapazierfähigkeit die Lösung der vielfältigen Aufgaben sehr vereinfacht. Daneben dürfen Pickel, Zündhölzer, Kochtöpfe, Sonnenbrillen, festes Schuhwerk, gut sitzende Steigeisen und vieles andere nicht fehlen.
Gleichmäßig genau werden die Lasten abgewogen und von den Sahibs an die Träger verteilt. Pferde, Esel und Yaks werden gesattelt und bepackt. Dann setzt sich unter Weisung der Bergsteiger die Spitze der Marschkolonne langsam in Bewegung. Ein großes Stück Arbeit ist geschehen. Die Expedition mit all ihrem umfangreichen Gepäck und dem mehr als 200 Köpfen zählenden Tross ist auf dem lang ersehnten Marsch zum Berg. Ein schon vor Jahren von Matthias Rebitsch, dem Leiter dieser deutsch-österreichischen Himalaya-Karakorum-Expedition, von seinen Männern gemeinsam begonnenes und bis ins Kleinste vorbereitetes, verantwortungsvolles Unternehmen ist jetzt Wirklichkeit geworden. Schon viele Wochen vorher hat jeder der Teilnehmer im Geiste den Hufschlag der Tragtiere gehört, die Marschkolonnen begleitet und den monotonen Rufen der Träger gelauscht. Schon Monate vorher war in Gedanken irgendwo in diesem Karakorum-Gebirge das Hauptlager errichtet und die Arbeit am Berg im Gange. Wieder geht es durch sonnenheiße, schattenlose und wüstenartige Landschaften. Wieder geht es auf schwankenden Brücken über tosende Gebirgsbäche, um gleich darauf wieder berganzusteigen. Noch öder wird das Gelände, gröber das Geröll und steiler die Berge. Und an Mensch und Tier werden höchste Anforderungen gestellt. Gemsen an steilen Hängen klettern Pferde und Yaks über die Felsen, vorwärts getrieben von der Begeisterung, die Sahibs und Träger erfasst hat. Dann ist eine Passhöhe erreicht. Über kahle Hochflächen geht es weiter. Neue Blicke zeigen immer wieder neue Berge, noch schöner und gewaltiger als die vorhergesehenen. Plötzlich füllt ein Meer von Heckenrosen meilenweit die steinige Wüste. Der Wasseraustritt aus einem nahen Gletscher lässt diese Blumenpracht gedeihen. Dasselbe Gletscherwasser schuf auch diese grüne Alm, die wie ein Smaragd inmitten öder Bergwelt liegt. Nur Hirten und Jäger hausen hier oben. Sie zieren ihre dürftigen Hütten voll Stolz mit den Gehörnen erlegter Steinböcke. Hier bleiben Pferde und Esel zurück, denen eine wohlverdiente Rast vonnöten ist.
Nach sehr anstrengenden Marschtagen, deren Abschluss die mühevolle Überquerung des Batura-Gletschers bildet, erreicht die Expedition schließlich mit ihrem gesamten Gepäck den Platz, wo das künftige Hauptlager errichtet werden soll. Eine Gruppe der Wissenschaftler hat ihn entdeckt und seine ideale Lage dem Bara Sahib, dem Expeditionsleiter, empfohlen. Müde und abgespannt von den Strapazen des Marsches ruhen sich die Kulis aus. Ebenso einfach wie ihre Ernährung ist auch die Bekleidung. Die unentbehrliche Wollmütze, der erdfarbene Umhang aus selbstgewobenem Tuch und einige Fetzen aus Ziegenfell um die Füße gewickelt, ist alles, was die Hunsa-Männer vor den Einflüssen der Witterung schützt. Damit sind sie hier heraufgestiegen, damit kehren sie schon am nächsten Tag wieder ins Tal zurück, während die ausgesuchten Hochträger ständig oben bleiben. Eine kleine Wunderwelt tut sich hier auf. Eingerahmt von einem unübersehbaren Kranz schnee- und eisbedeckter Berge, deren keiner unter 7000 Meter misst, liegt dieses Fleckchen Erde auf dem Moränenrücken eines Gletschers. Hier ist alles vorhanden, was zur Betreibung eines Lagers für 2 Dutzend Menschen für mehrere Wochen nötig ist. Da gibt es Holz zum Unterhalten des Lagerfeuers und frisches, klares Wasser für Trank und Speise. Eine überaus bunte Blumenpracht entfaltet sich ringsum, denn eben ist der Frühling hier oben eingezogen. Primeln leuchten und das Sedum steht in voller Blüte. Gelber Hahnenfuß lockt die ersten Insekten in seinen Kelch. Zwischen Felsen sprießt der wilde Rhabarber. Und die Pfistwurz ist erblüht. Glockenblumen leuchten aus dem saftigen Grün der Bergwiesen, deren Halme ebenfalls bescheidenen Blütenschmuck tragen. Ringsum blicken zarte Vergissmeinnicht und andere aus der Heimat bekannte Blumen aus dem Gras, über dem sich das Blätterdach uralter Birken spannt. Ihre frühlingszarten Blätter stehen leuchtend vor dem wolkenlosen Berghimmel. Die Rinde dieser alten Birkenstämme ist so dick und glatt, dass sie von den Hunsa-Leuten als Einwickelpapier und von den Männern der Expedition als Schreib- und Zeichenpapier verwendete. Daneben wachsen die vitaminhaltigen Beeren des Sanddorns und die Tamariske reckt ihre zart befiederten Zweige in die Luft. Es ist der ideale Platz für ein Hauptlager, an dessen Errichtung bereits gearbeitet wird. Unter der Flagge des Gastlandes ist rasch eine kleine Zeltstadt gewachsen, in welcher bald ein reges Leben herrscht. An der Eingangspforte leuchten die Farben der teilnehmenden Nationen und der Steinbock in der Mitte gilt als Symbol des Mutes und der Kraft. Mit der Verpflegung steht und fällt die Leistungsfähigkeit einer solchen Expedition. Die mitgeführten Nahrungsmittel aus der Heimat müssen gut und haltbar sein, sie müssen leicht und möglichst vom Wasser befreit, in höchstem Maße konzentriert und trotzdem vollwertig sein. Sämtliche Produkte der Reformernährung erfüllten diese Forderung in bester Weise. Und auch die Hunsa-Träger
waren von Reformkost rasch begeistert, war sie doch ihrer Ernährung ähnlich. In mitgeführten kleinen Mühlen mahlen sie täglich zusammen mit den Sahibs das Schrotmehl für die unentbehrlichen Vollkornfladen, die auch am Berg die Grundlage ihrer Ernährung sind. Bereichert durch mitgeführte, hochwertige Fruchtsäfte aus Obst und Sanddorn, hat es der Hunsa-Koch nicht allzu schwer, den täglichen Mahlzeiten einen hervorragenden Geschmack, hohen Nährgehalt und gute Bekömmlichkeit mitzugeben. Natürlich ist er einer solchen Ergänzung des Speisezettels nicht abhold. Ein Steinbock von dieser Größe liefert Frischfleisch für die gesamte Mannschaft auf viele Tage hinaus. Ein ziemlich geregeltes Leben spielt sich rasch im Lager ein. Die Mahlzeiten werden pünktlich serviert und wer nicht gerade auf Erkundungsfahrt oder sonst wie abwesend ist, hat stets sein kräftiges Essen. Wenn Post aus der fernen Heimat eingetroffen ist, herrscht Freude im Lager. Nachrichten müssen auch wieder beantwortet werden. Und der Expeditionsleiter weiß ein Lied darüber zu singen. Er hat viele Stellen mit Berichten zu versorgen, die über den Ablauf des Unternehmens ständig unterrichtet sein müssen. Auch für die Verschönerung des Einzelnen findet sich noch Zeit. Viel Arbeit hat der Doktor Sahib, der Expeditionsarzt, denn immer wieder gibt es Wunden zu behandeln und manchmal auch Krankheiten. Daneben muss der Gesundheitszustand der Kameraden einer laufenden Kontrolle unterzogen werden. Manchmal gibt es kleine Überraschungen im täglichen Lagerleben und schnell zückt einer die Kamera, um diese reizenden Tierchen im Bilde festzuhalten. Es sind junge Schneeleoparden, die ein Einheimischer gefunden hat. Eine seltene Kostbarkeit aus der an Arten so armen Tierwelt des Karakorum-Gebirges. Ein lustiges Stündchen mit Musik rundet das frohe Lagerleben ab, ehe es wieder an die Arbeit geht. Der Pflanzengeograf führt täglich meteorologische Messungen aus und bestimmt genau die Windgeschwindigkeit. Hier oben können besonders die 5 Wissenschaftler der Expedition aus dem Vollen schöpfen, denn Berge und Gletscher dieses Gebietes waren bis zu ihrer Ankunft größtenteils wissenschaftliches Neuland. Das Land ist äußerst trocken und Pflanzenwuchs gedeiht nur dort, wo Wasser rinnt. Sorgfältig werden Blumen und Gräser in Pflanzenpressen eingelegt und mitgenommen. Urtümliche Getreidesorten konnten von den Äckern des Hunsa-Landes gesammelt werden. Sie werden zur Züchtung widerstandsfähiger Arten deutschen Saatzuchtinstituten übergeben. Durch die schüttere Vegetationsdecke hindurch ist überall der Felsboden sichtbar. Und an ihm lässt sich die geologische Struktur des Gebirges erkennen. Noch tieferen Einblick in das Innere der Berge ergibt die erdmagnetische Vermessung mit der Feldwaage, die vom Geologen an zahlreichen Punkten ausgeführt wurde und die an ähnliche Arbeiten Wilhelm Filchners in Zentralasien anschließt. Diese wissenschaftlichen Arbeiten können erst wirksam werden auf der Grundlage einer genauen Kartenaufnahme des Expeditionsgebietes. Sie war Aufgabe des Vermessungsfachmannes,
und des Geographen, der außerdem die mächtigen Gletscher untersuchte. Zur Vermessung des Batura-Gletschers, der als mehrere hundert Meter dicker Eisstrom von 58 Kilometer Länge als einer der größten der Erde am Nordrand des Karakorum-Gebirges dahinfließt, wird ein Messinstrument über einem Steinmann aufgebaut, der mit gelbem Papier umhüllt auf weite Strecken sichtbar ist. Um diese wichtigen Gipfelsignale für seine exakten Messungen zu errichten, musste der Vermessungsfachmann in 2 Monaten nicht weniger als 40.000 Höhenmeter zurücklegen. Eine außergewöhnliche Leistung. Dann misst der Kartograf mit dem Fototheodoliten Richtung und Neigungswinkel zu den Gipfelsignalen und stellt in gemeinsamer Arbeit mit dem Vermessungskameraden die erzielten Resultate fest. Die meisten dieser großen Karakorum-Gletscher schmelzen gegenwärtig zurück, ähnlich wie die der Alpen. Nur einer wurde gefunden, der in kräftigem Vorrücken begriffen ist. Wie die Vermessung ergab, schiebt sich seine Endzunge während eines Tages um 35 cm vor. Dieses Verhalten der Eisströme ist von größter Bedeutung für die Existenz des Hunsa-Volkes. Rückt nämlich ein Gletscher vor, dann kann er die Wasserfassungen zerstören und die Felder bleiben trocken. Zurückgehende Gletscher hingegen liefern reichlich Wasser für die Bewässerungskanäle. Unaufhörlich füllen sich die Bücher der Wissenschaftler mit konkreten Zahlen und wertvollen Notizen, die jedoch erst in der Heimat völlig verarbeitet werden können. Jetzt folgt vom gleichen Standpunkt aus noch die fotogrammetrische Erfassung des Gebietes. Sie wird zur Herstellung genauer Karten ebenfalls benötigt. Geraume Zeit ist seit der Errichtung des Hauptlagers schon verstrichen. Wetterstürze wechseln ab mit Sonnentagen, an denen die Lawinen von den Berghängen niedergehen und das mit dumpfen Donner erfüllen. Viele Stunden des Tages sind der Beobachtung gewidmet, dem genauen Studium der Fels- und Eisbarrieren, die seit dem Schöpfungstag diese unberührten Gipfel sperren. Wie weiße Majestäten thronen sie, behütet von den Göttern. Es gilt zunächst, die besten Anmarschwege zu diesen hohen Zielen zu erkunden. Und täglich geht ein Erkundungstrupp nach dem anderen gegen sie an. Nach Norden und nach Süden, gegen Ost und West marschieren die Bergsteiger, unermüdlich nach der besten Anmarschroute suchend. Durch tiefe Schluchten führt sie der Weg und über ebene und blühende Wiesen. Durch liebliche Birkenhaine und durch dichte Urwälder, in denen noch der Braunbär haust und der Schneeleopard seine Beute beschleicht. In nahezu 4000 Meter Höhe stehen die sterbenden Riesen der Baumwacholder in hartem Kampf mit den Gewalten der Bergwelt.
Winterstürme, reißende Lawinen und Sonnenglut haben diese mächtigen Bäume beinahe zu Fall gebracht. Aber noch immer fließt unter der harten Rinde ein bisschen Saft, um die letzten Früchte noch zur Reife zu bringen. Tief unten schon liegt die kleine Zeltstadt. Bei etwa 5000 Meter Höhe beginnt der kahle Fels, der sich bald aus hellem Kalk, bald aus dunklem Urgestein zu bizarren Formen türmt. In dieser felsigen Welt, hoch über allen Tälern, stehen verborgen und beinahe unsichtbar die Steinbockrudel. Nur ein bewaffnetes Auge vermag sie dort oben ausfindig zu machen. Wenn aber der Tag zur Neige geht, ziehen sie allmählich herunter auf die grasigen Hänge, um zu äsen. Überall in den zerklüfteten Bergregionen des Karakorums ist dieses urige Wild anzutreffen. Neben dem Bären und dem Schneeleoparden, die sie immer wieder überfallen und reißen, stellt dem Steinwild auch der Mensch nach, wo immer er diese begehrte Jagdbeute erreichen kann. Die einheimischen Jäger des Hunsalandes scheuen weder Mühe noch Gefahr bei der Jagd auf Steinböcke. Und es ist ungemein reizvoll, sie bei einem solchen Jagdzug näher zu beobachten. Die Jagdwaffe ist eine uralte Vorderladerbüchse mit respektablem Kaliber. Und es bedarf umfangreicher Vorbereitungen, um sie überhaupt erst einmal mit Pulver und Blei zu laden. Alle diese Utensilien muss der Hunsa-Jäger stets bei sich tragen, um sie im Bedarfsfall in wohl dosierten Mengen in den Lauf zu stopfen. Jetzt ist die Büchse zwar geladen, aber noch lange nicht schussbereit. Mit Eisen und Feuerstein schlägt der Schütze nun Funken und setzt damit die Zündwolle für die Lunte in Brand. Vorsichtig schleicht er sich jetzt näher und wenn er Glück hat, steht der Steinbock auch wirklich noch in erreichbarer Nähe, denn nicht weiter als höchstens 60 Meter kann er mit dieser Waffe schießen. Rasch noch das Zündpulver in das Pfännchen, die brennende Lunte darüber, gut gezielt und der lang ersehnte Schuss dröhnt durch das Gebirge. Wen muss man bei einer solchen Jagd wohl mehr bewundern? Den Jäger oder den Steinbock, der so viel Geduld aufbringt und wartet, bis er endlich totgeschossen wird? Arg zerfallen und zerschunden ist das Tier nach bösem Sturz auf einem Schneefeld gelandet, über dem schon hungrige Vögel voll Erwartung kreisen. Respektable Maße weisen die Gehörne der Karakorum-Steinböcke auf, und Längen über 100 cm sind keine Seltenheit. Das kapitalste Stück, das je erlegt wurde, stammt aus diesen Bergen. Nicht immer endet die Jagd mit dem Besitz der Beute. Viele der nur angeschossenen Tiere verenden kläglich und fallen den Geiern als willkommene Beute zu. Hart ist die Natur mit der Tierwelt im Karakorum. Schwer der Kampf ums Dasein und groß der Hunger. Nichts entgeht den scharfäugigen Vögeln, es sind Gänsegeier, und rasch versammeln sie sich am gedeckten Tisch. Jetzt gilt es, sich in kurzer Zeit den Kropf zu füllen, ehe noch mehr ungebetene Fresser kommen. Bald
liegen nur noch harte Knochen auf dem Schnee, die unter der Sonne bleichen, wenn sie der Bär bei Nacht nicht holt. Weit drinnen in den Bergen ist der Ruheplatz der gesättigten Vögel. In den gleichen Bergen, die täglich in ihrer weißen Pracht aufs Lager niederschauen, in ununterbrochener Kette. Unbekannt und namenlos. Noch nicht erstiegen. Von keines Menschen Fuß betreten. Alle über 7000 Meter hoch. Verlockend nah. Doch abweisend steil und schroff, kaum zu bezwingen. Batura-Kette nennen die Wissenschaftler diese Flucht von Karakorum-Bergen. Auf sie beginnt der große Sturm. Einer unter ihren vielen Gipfeln ist das lang ersehnte Ziel der Bergsteigergruppe dieser Expedition. In bester Form, nach guter Höhengewöhnung und Ernährung, mit bester Ausrüstung und mit den besten Trägern und Tragtieren geht es los. Während der zurückliegenden Zeit des Zusammenlebens und der vielen Erkundungen hat sich ein gutes und kameradschaftliches Verhältnis zwischen Sahibs und Hunza-Trägern herausgebildet. Jeder von den Männern kann sich auf den anderen verlassen. Der eine hilft dem anderen und kein Hindernis wird jetzt den Vormarsch mehr stoppen. Die Bergsteigergruppe ist, wie man in zünftigen Kreisen sagt, reif für diesen Berg. Nur die ausdauernden und wetterfesten Yaks können hier als Tragtiere noch mitgeführt werden. Von Natur aus an bergiges und felsiges Gelände gewöhnt, sie stammen aus den Hochsteppen Zentralasiens, sind sie auch im gröbsten Geröll der Moränen und auf dem blanken Eis der Gletscher noch ungemein zuverlässig und trittsicher. Daneben zeichnen stoische Ruhe, kaum glaubliche Genügsamkeit und unerhörte Stärke diese urweltlich anmutenden Tragtiere mit ihrem buschigen Pferdeschwanz aus. In vielen Windungen und Irrgängen wird der mehrere Kilometer breite Talgletscher überquert. Immer wieder sperren tiefe Spalten und andere Hindernisse den Weg der kleinen Truppe. Hat man dort etwas an Höhe gewonnen, muss man sie hier wieder abgeben und niedersteigen zwischen die Eisbarrieren des Gletscherstroms. Dann verwehrt ein blauer See plötzlich den Marsch der Kolonne. Seine Ufer sind aus purem Eis, so hart und fest wie Stein. Hier sind sie noch leuchtend weiß, dort schmutzig grau vom Sand und Schotter. Aus dem Gletschertor bricht brodelnd ein Bach mit Schmelzwasser, dessen rascher Lauf bald wieder neue Seen füllt, die wie Krater mitten in dem Gletscher liegen. Hier können selbst die berggewohnten Yaks nicht mehr weiterkommen. Zu unwegsam und gefahrvoll wird das Gelände. Nur kundige Füße finden sich hier zurecht und harte Männer vermögen die notwendigste Ausrüstung weiterzuschleppen. Stunden verrinnen in langsamen, zügig im Marsch. Heiß brennt die Sonne auf Steine und Eis. Bei 4.500 Metern Höhe säumen noch Blumen den felsigen Pfad. Einige Edelweiß, kurzstielige Bergastern und Steinbrech blühen auf.
Dann bedecken nur noch Flechten die mächtigen Brocken, auf denen Eidechsen in der wärmenden Höhensonne liegen. Mühevoller wird das Steigen, dünner die Luft, je höher die Männer kommen. Bei 5000 Meter etwa grünt letzte Vegetation. Dann breitet sich als größtes Hindernis ein riesiger Hängegletscher aus, der sich über die ganze Bergflanke hinzieht. Seine tiefen Spalten und zerworfenen Eisblöcke scheinen jedes Weiterkommen zu vereiteln. Unaufhörlich kracht und dröhnt es aus dem Eis, das, für das Auge nicht immer wahrnehmbar, in steter Bewegung ist und mit einigen Metern Tagesgeschwindigkeit dem Tal zufließt. Tief unten schiebt er sich als flache, weiße Zunge in den geröllgedeckten Strom des Talgletschers, während hier die Eistürme gigantisch in die Höhe wachsen, um schon nach wenigen Tagen wieder donnernd in sich zusammenzubrechen. Eine tödliche Bedrohung. Eine andere Welt beginnt, die Welt des dritten Pols. Jetzt bedeutet jeder Schritt neue Kraftanstrengung. Jedes Aufwärtssteigen kostet Schweißtropfen. Keuchend geht der Atem. Jeder Tag des Höherkommens bietet neue Bilder. Wo gestern sich noch Eisbrücken spannten, klafft heute eine tiefe Spalte. Mitten in dieser gefährlich zauberhaften Welt aus Schnee und Eis müssen, sicher vor Gletscherspalten und Eislawinen, Zwischenlager errichtet werden. Denn selbst der stärkste Organismus vermag diesen Höhenunterschied von mehreren tausend Metern in einem Zug nicht durchzustehen. Diese Zwischenlager schieben sich immer höher hinauf als lebensnotwendige Stationen, als Unterschlupf und Schutz, als einzige Zuflucht für die Männer, die verbissen und vermessen fast am Berg kämpfen, jetzt ganz allein auf sich gestellt. Nur ein eiserner Wille. Höchste Konzentration und absolutes Vertrauen in sich und die Seilgefährten vermögen solche bergsteigerischen Höchstleistungen zu vollbringen. Daneben müssen großes Können, Zähigkeit, Mut und Idealismus stehen, um aller Schwierigkeiten Herr zu werden. In knapp 6 Tagen ist der ungeheure Eisbruch von 2000 Meter Höhe durchstiegen. Über steilen Fels führt nun die Route. Durch schroffe Wände, die von Schnee und Eis durchsetzt und ständig von Lawinen bestrichen, kein Ende nehmen wollen. Dort oben, 7300 Meter, ist der Gipfel. Aber erst von diesem Hochlager aus, weltenfern in eisigem Sturmwind errichtet, ist es möglich, das seit Monaten so hart umkämpfte Ziel in einem letzten Durchgang zu erreichen. Winzig klein, kaum zu erkennen, ist der Mensch in dieser gewaltigen Natur. Der Einzelne ist nichts, die Gemeinschaft alles. Ein neuer Sieg in fernen, unbekannten Regionen ist damit errungen. Ein Sieg, der alter Bergsteigertradition aufs Neue Ehre macht.